Lieber Herr Professor und lieber Michael, das San Antonio Breast Cancer Symposium, der große Brustkrebskongress 2021, ist vorüber. Und es gab diverse Daten oder Bestätigungen zum triple-negativen Brustkrebs dort. Das heißt, keine Hormonrezeptoren, kein HER2-Rezeptor. Aber wir haben sowohl in der kurativen Situation, also beim frühen Brustkrebsdaten, als auch beim metastasierten gesehen. Was wurde da gezeigt? Ja, liebe, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Patienten, liebe Angehörige aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, als mich Frau Heidegger anfragte, für San Antonio 2021 ein Interview zu machen, wusste ich natürlich, dass das Thema, mit dem sie mich verpflichten darf, triple-negatives Mammakarzinom ist. Also ich bin da so fast schon ein fester Abonnent davon. Ich kann Ihnen Gutes und vieles Neues und Interessantes verkünden und berichten. Ich fange mal aus der heilbaren, der sogenannten kurativen Situation an. Wichtig war da die erneute Vorstellung von zusätzlichen Untergruppenanalysen der sogenannten Keynote 522-Studie von Peter Schmidt aus London. Das ist eine Studie, in der Patientinnen neoadjuvant, also vor der eigentlichen Operation mit einem triple-negativen Mammakarzinom, behandelt wurden im Rahmen dieser Studie. Es waren fast 900. Und ein Arm wurde behandelt mit der klassischen Chemotherapie optimal, auch inklusive den sogenannten Anthracyclinen, Taxanen und dem Platin. Und in dem zweiten Arm dann durch die Hinzunahme von Pembrolizumab, einer Immunzell-Checkpoint-Inhibitor, mit dem Sie oder diejenigen, die immer mal wieder bei Brustkrebs Deutschland zuschauen, wahrscheinlich schon vertraut sind. Und um den Punkt zu machen, die Studie ist eine positive Studie. Die Patientinnen haben einen deutlichen Benefit gehabt in Bezug auf Rezidive und Metastasen. Und bei dieser Studie ist das Design so gewesen, dass das Pembrolizumab, also dieser Antikörper, der das eigene Immunsystem aktiviert, um das mal so ein bisschen laienhaft darzustellen, sowohl vor der Operation, also neoadjuvant gegeben wurde, wie auch adjuvant, das heißt nach der Operation. Was ist rausgekommen? Zum Ersten sind die Patientinnen, die mit Pembrolizumab behandelt wurden, wenn man sich die Rezidivmetastasen anschaut, dann diejenigen, die eine komplette Remission hatten, die also zum Zeitpunkt der Operation keinen Tumor mehr hatten, den der Pathologe in dem Präparat aus der Brust oder aus den Lymphknoten untersucht hat, mehr dargestellt werden konnten. Und diese Patientinnen haben ein fantastisches Überleben, das nicht weit von der Heilung ist. Das ist eine super gute Nachricht. Natürlich ist die Follow-up-Zeit, die Zeit, die nachgesorgt wurde, nicht so super lang. Das waren im Median so um die 20 Monate. Da wird man sicherlich nochmal nachschauen müssen. Und für die Patientinnen, die eine Non-PCR hatten, also heißt in der Brust oder in den Lymphknoten oder in beidem, sind noch Tumorzellen verblieben, trotz dieser Therapie. Auch die hatten einen positiven Effekt von der Hinzunahme von Pembrolizumab. Professor Peter Schmidt hat dann die Untergruppen gezeigt, ob die Lymphknoten positiven, also Patienten, die Lymphknoten befallen hatten oder die, die keine befallenen Lymphknoten hatten vor der Therapie, welche besser abschnitten. Der Benefit, der Vorteil war in beiden Gruppen gegeben. Heißt also, da kann man nicht irgendwie eine Ausnahme machen oder sagen, die profitieren nicht. Zweitens, die Nebenwirkungen. Vor allen Dingen die Nebenwirkungen, die in der adjuvanten Situation, das heißt also, nachdem die OP schon vorbei war und dann weiter wahrscheinlich ein Teil von ihnen mit Strahlentherapie behandelt wurden, diese Patientinnen hatten keine zusätzlichen Nebenwirkungen, außer denen, die wir sowieso kennen, von diesen Immunzell-Checkpoint-Inhibitoren. Da müssen wir auf die Schilddrüse achten. Das kann eine Über- oder Unterfunktion werden. Hautnebenwirkungen können auch sein, 5% zum Teil durchaus nicht so ganz leichte. Und dann gibt es ganz, ganz seltene Nebenwirkungen, wo bei denen zum Beispiel die Niere oder die Leber oder der Darm angegriffen werden durch das eigene Immunsystem. Das ist ja das Wirkprinzip. Das muss man im Auge behalten und auch natürlich die sogenannte Pneumonitis. Aber unterm Strich positive Studie, jetzt nochmal vorgestellt in diesem Jahr. In USA hat es zu einer Zulassung geführt,
heißt in Europa, in Deutschland hoffen wir, dass wir eine Zulassung rechnen können im Jahr 2022. Und bis dahin werden wir, die Therapeuten, fleißig Anträge stellen bei den Krankenkassen. Das war jetzt zur Immuntherapie bei triple-negativen heilbaren Brustkrebs. Gute Nachricht für die Patientinnen. Zweitens, aus der metastasierten Situation, also Frauen, die Tochtergeschwülste haben im Körper oder sehr weit fortgeschrittenen Krebs bei der Erstdiagnose, der gar nicht mehr operiert werden kann. Wir haben selber gerade jetzt aktuell eine solche Patientin, Anfang 40 Jahre alt, die eine solche lokal fortgeschrittene Krankheit hat. Das sind dann die Patientinnen, die für so eine Therapie auch in Frage kommen. Genau das gleiche Prinzip, Chemotherapie plus Pembrolizumab, die sogenannte Keynote-355-Studie, die hat auch zu einer Zulassung geführt. Auch diese Daten wurden jetzt in San Antonio nochmal vorgestellt, auch in Bezug auf gewisse Untergruppen. Da ging es auch darum, welche Messung muss am Tumor oder an der Metastase gemacht werden und welchen Wert muss diese Messung ergeben. Das ist so ein Combined Prognostic Score, CPS genannt, mit einem gewissen Antikörper, den unsere Pathologen einsetzen. Und wenn dann dieser Cut-off, das heißt also mehr als 10% der Zellen diese Anfärbung zeigen mit diesem Antikörper, dann sind die Patientinnen Kandidaten dafür. Und da haben sie sogar einen Überlebensvorteil gegenüber einer alleinigen Chemotherapie. Das zusammengefasst für die Immuntherapie, super spannende, super schöne Daten. Für den kurativen Ansatz ganz wichtig noch eine Studie, die auch schon auf dem ASCO-Meeting von Andrew Tutt vorgestellt wurde, die sogenannte Olympia-Studie. Jetzt nochmal die Lebensqualitätsanalysen diesmal. Und diese Studie hat Patientinnen untersucht, die eine sogenannte BRCA-Mutation haben, also eine Keimbahnmutation. Und die Patientinnen, die eine solche Keimbahnmutation hatten, haben einen deutlichen Vorteil auch von der Hinzunahme eines Medikamentes, das wir bereits schon von Eierstockkrebs kennen und auch bei metastasierten Brustkrebs. Jetzt können wir das Medikament des Olaparib auch bei heilbarem Brustkrebs einsetzen, wenn eben die Voraussetzungen dieser sogenannten Olympiastudie vorliegen. Auch das wird hoffentlich im Jahr 2022 zu einer Zulassung führen, sodass wir unseren Patientinnen dann auch in der klinischen Routine das einsetzen. Ja, Renate? Hat denn jede Patientin, wo ein BRCA1 oder 2 festgestellt wurde, auch eine somatische, also eine Keimbahn, Entschuldigung, haben die auch eine Keimbahnmutation? Genau. Oder ist das unabhängig voneinander? Genau. Es ist ja ein Prinzip in der Biologie, wenn irgendwo in der Keimbahn eine Mutation passiert, dann ist diese Mutation auch in jeder Zelle des Körpers. Ich sage jetzt mal, von der Hacke bis zum Kopf sozusagen, egal was. Und das ist genau auch dem Tumor, der aus dem eigenen Körper entsteht. Und das kennen wir vom Eierstockkrebs. Allerdings gibt es auch sogenannte somatische Mutationen. Das heißt also, der Tumor macht diese Mutation mit. Beim Eierstockkrebs passiert das in bis zu 20% der Fälle. Daten jetzt, die ich auch in San Antonio sehr spannend fand, haben gezeigt, bei Brustkrebs passiert das nicht so häufig. Das sind 2-3%. Das heißt aber umgekehrt, nochmal, in der Keimbahn eine Mutation zu haben, bedeutet, auch der Tumor hat diese Mutation. Umgekehrt, wenn man den Tumor testet, dann findet man 98% dann eine Mutation im Tumor, wenn auch in der Keimbahn ist. Aber man findet auch in 2% solche Mutationen, die in der Keimbahn nicht sind. Aber testen tun wir, und so ist auch die Zulassung, in der Keimbahn, also Blutprobe sozusagen. Ja? Gut, und damit haben wir noch eine zweite Studie, die Olympiastudie mit dem Medikament Olaparib. Zurzeit müssen wir nur Einzelanträge an die Krankenkassen unserer Patientinnen schreiben. Und übrigens, das beschränkt sich nicht nur auf triple-negativen Brustkrebs, sondern auch Patientinnen, die einen hormonrezeptor-positiven, HER2-negativen Tumor haben, können diese Keimbahnmutationen haben und haben dann den Benefit davon. Wie häufig sind denn diese Mutationen? Bei den triple-negativen Mammakarzinom-Patientinnen sind das Pi mal Daumen so um die 15%. Da haben wir auch in San Antonio nochmal große Daten darüber gesehen. Und bei den hormonrezeptor-positiven, HER2-neu-negativen Patientinnen sind das so Pi mal Daumen irgendwo zwischen 5-6%, 5-6-7%. Allerdings, es lohnt sich, diese seltenen, auch unter 10% Mutationen zu suchen, weil wir dann eine therapeutische Waffe in der Hand haben. Und
Die Kollegen aus der Onkologie machen uns das vor. Bei Patienten, die Lungenkrebs haben, testen sie routinemäßig schon seit Jahren auf solche seltenen Mutationen. Und dann, wenn auch die Mutation mit nur 4% von 100 Menschen sozusagen passiert und man ein entsprechendes aktives Medikament hat, dann kann man dieses Medikament einsetzen. Und da müssen wir bei Brustkrebspatientinnen auch hinkommen, liebe Renate. Und ich glaube, jetzt, spätestens 2021, mit diesem San Antonio, ist das jetzt wirklich so, dass wir das in die klinische Routine umsetzen müssen. Und da muss ich sagen, genug des Redens, jetzt müssen auch Taten folgen. Ja? Und wenn ich schon so im Fluss bin für diese Technologie, komme ich zu einer ganz, ganz tollen Technologie, über die wir, ich sage jetzt mal, seit 25 Jahren schon träumen, nämlich, welche Patientin hat in der Nachsorge, egal ob sie hormonrezeptorpositiv oder triple-negativen Tumor hatte, und sie hat die Behandlung mitgemacht und vielleicht auch Chemotherapie und vielleicht Immuntherapie und Antikörper und die Strahlentherapie, und jetzt ist der ganze Zinnober vorbei. Und dann sagt die Patientin mit Recht so, und wie geht es jetzt weiter? Und wenn ich natürlich der Patientin sagen würde, ja, sie sind geheilt, das machen manchmal Kollegen, sage ich, nee, nee, das ist nicht richtig. Wir müssen wissen, welche Patientin hat dieses Risiko und welche hat es nicht. Und deswegen sind die ganz neuen Technologien, die mich faszinieren vom San Antonio Meeting, sind die sogenannten zirkulierende DNA. Es waren mehrere fantastische Studien vorgestellt worden bei triple-negativen Brustkrebs, bei hormonrezeptor-positiven Brustkrebs, und sie zeigen Folgendes. Ich fasse es mal so zusammen. C-Track-Studie und wie sie alle heißen. Wenn man diese neue Technologie einsetzt, um aus dem Blut zirkulierende DNA zu messen, das kann man und man findet dann auch etwas, dann passiert die Metastasierung ziemlich rasch. Problem ist nur, wenn wir das tun, wenn wir A sagen, dann müssen wir auch B sagen können. Heißt, ich kann ja nicht der Patientin sagen, ja, ich biete Ihnen jetzt an, ich nehme eine kleine Blutprobe, schicke sie ins Labor und in 10 Tagen habe ich das Ergebnis. Ja, und was mache ich dann, sagt dann die Patientin. Na gut, wenn ich keine zirkulierende DNA habe, kann ich sagen, gut, jetzt nehmen Sie weiter die Antihormontherapie oder sowas, ja. Aber ich muss der Patientin sagen können, ich muss die Therapie entweder umstellen oder diese Therapie wird Ihnen nicht mehr helfen. Und aber die Alternative, da kann Ihr Leben verlängern. Diese Daten fehlen noch. Und das war der kritische Punkt auch in San Antonio, wo ich selber auch sage, sowohl den Kollegen und Kollegen in der Leitlinienkommission wie auch den Patienten und Angehörigen, tolle Technologie, bitte nur im Rahmen von Studien. Weil es wird mit Sicherheit einen Wildwuchs geben in Labors, die werden das anbieten, weil es klinisch verfügbar ist, ist vermutlich auch gar nicht so teuer, wenn es kommt. Und dann kann es sein, dass Menschen damit verunsichert werden, ja sogar, vielleicht sogar effektive Therapien, laufende Therapien abgesetzt werden. Also eine gute, aber eine hochgefährliche Technologie, wenn sie in die falschen Hände kommt. Und da kann ich nur sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also nur im Rahmen von Studien hat. Lassen wir es einfach Erstmal, mal so im genau. Moment. Lass uns zurückkehren zum Triple-Negativen. Ja. Wie schaut es denn in der metastasierten Situation aus? Also für die metastasierte Situation haben wir, wie gesagt, die KEYNOTE-355-Studie mit dem Pembrolizumab. Wir sind ja in der, ich nenne es nicht luxuriösen, aber guten Situation. Vor Jahren war das ja eben nicht so, dass wir unseren Patienten mit dieser Art von metastasierten Brustkrebs entweder diese Therapie jetzt anbieten können, die jetzt auch zugelassen ist, mit verschiedenen Chemotherapien in Kombination. Nach wie vor haben wir ja den anderen Antikörper, das Atezolizumab, in Kombination mit dem Paclitaxel. Das ist ja nach wie vor zugelassen. Das heißt, wir können diese Messung machen am Tumor, wir können diese Messung machen am Tumor, und je nachdem, wie die Patientin oder die Metastase, welche Ausstattung dieser Tumor hat, können wir die entsprechenden Medikamente einsetzen. Interessant war auch bei den triple-negativen Brustkrebspatientinnen, die, also es gab ja die ASCENT-Studie, und die ASCENT-Studie hat ja dazu geführt, dass das neue Medikament, das Sacituzumab govitecan, jetzt geht es mir wunderbar über die Zunge, zugelassen wurde und auch empfehlen wird. Das ist ein Antikörper-Drug-Konjugat. Das heißt also, diese clevere Kombination spezifischer Antikörper bindet an die Tumorzelle, hat aber an sich dran gebunden giftige Moleküle, mehrere davon, schleust sich in die Zelle ein, kurz laienhaft erklärt, und dann kann es die Zelle umbringen, die Tumorzelle umbringen. Hochwirksames Prinzip. Die ASCENT-Studie war ja schon vorgestellt worden. Jetzt sind nochmal so Lebensqualitätsdaten und so weiter vorgestellt worden. Und jetzt ist die Substanz auch neu zugelassen, vor wenigen Tagen. Heißt also, Patientinnen mit einem triple-negativen Mammakarzinom, die
zwei Linien an Vortherapien hatten und mindestens eine davon für die metastasierte Situation, können in den Genuss dieser Substanz kommen. Heißt, man hat eine neoadjuvante Therapie oder Adjuvanttherapie gehabt. Es entwickeln sich irgendwann einmal, was ich natürlich niemand wünsche, aber wenn es passiert, Metastasen, dann gibt es eine Linie einer Therapie und dann danach, wenn der Tumor weiter wächst oder wiederkommt, dann haben wir die Möglichkeit, dieses Medikament einzusetzen. Und da wird noch mehr kommen von dieser Sorte. Da gab es auch noch mal ein anderes Antikörper-Drug-Konjugat. Auch der geht mir noch nicht so ganz über die Zunge. Daprotutamab. Und das geht aber an die gleiche, ans gleichen, an den gleichen Rezeptor. Das waren aber erst anfängliche Daten. Da wird sicherlich noch eine Zeit dauern, bis dann die Phase-3-Studien kommen und es eventuell zu einer Zulassung kommt. Also auch damit wird diese Therapiemöglichkeit für diese Patientin erweitert. Wie schaut es denn bei Patientinnen aus, die bei Diagnose schon metastasiert sind? Genau. Können die dann gleich die Substanzen kriegen oder erst in der dritten Linie oder zweiten Linie? Genau. Also die sogenannten locally advanced, das ist so diese Patientin, die ich gerade berichtet habe, Anfang 40 Jahre alt, kommt in einem sehr, sehr fortgeschrittenen Stadium. Tumor in der Brust, hat die ganze Brust befallen, die Lymphknoten in der Achselhöhle, Metastasen am Hals, in der Lunge, also wirklich weit fortgeschritten. Da kann man ja nicht mehr das Messer in die Hand nehmen und operieren. Und das ist eine Situation, in der wir beides machen können. Wir können Sacituzumab govitecan machen, aber auch in der ersten Linie eine Immuntherapie in der Kombination mit einer Chemotherapie, also Atezolizumab oder Pembrolizumab. Und übrigens, die Sacituzumab-Govitecan-Studie, die ASCENT-Studie, hatte auch Patientinnen, die vorher schon mit einer solchen Immuntherapie vorbehandelt waren. Und trotzdem hat es eine sehr gute Wirksamkeit gezeigt. Also das wäre so der neue Algorithmus, den wir haben. Jetzt frag mich bitte nicht, wenn es richtig kompliziert wird. Auch da sind wir schon die Experten auf dem Gebiet. So sage ich mal, wir diskutieren das. Wenn zum Beispiel dann gleichzeitig auch eine BRCA-Mutation vorliegt, was mache ich dann? Mache ich lieber eine Kombination, also ein PARP-Inhibitor, das Olaparib oder das Talazoparib, die für diese Situation auch zugelassen sind, oder mache ich eine Chemotherapie in Kombination mit einer Immuntherapie? Wahrscheinlich würde ich persönlich so eine Situation erstmal mit dem anfangen, was die Tumorlast am deutlichsten reduzieren kann, ja? Aber es ist sicherlich auch nicht verkehrt, über eine so relativ nebenwirkungsarme Therapie wie den PARP-Inhibitor nachzudenken. Das ist ja eine Tablettentherapie. Übrigens die Lebensqualitätsdaten aus der Olympia-Studie, die auch vorgestellt wurden, das ist ja eine adjuvante Therapie. Aber ich glaube, zu der kommen wir noch. Die hat gezeigt, dass die Patienten mit dieser Tablettentherapie eine fantastische Lebensqualität haben. Das ist eine gut verträgliche Medikation, die hocheffektiv ist und lebensverlängernd sein kann. Also insofern, wir haben also aus der Wahl die Qual. Das war so ein bisschen das Motto auch von San Antonio. Deswegen haben wir zunehmend, jetzt sind wir auch dazu übergegangen, dass wir so Algorithmen entwickeln. Ich muss das testen, ich muss das testen und dann weiß ich, im ersten Schritt mache ich das, im zweiten Schritt mache ich das. Zu welchem Zeitpunkt sollte denn getestet werden, wenn wir jetzt schon beim Testen sind? Gleich. Gleich heißt was bei Metastasierung oder bei der Erstdiagnose auch beim frühen Brustkrebs? Okay. Also, Punkt 1. Bei frühem Brustkrebs, wenn die Patientin die Kriterien erfüllt für die Olympia-Studie, das heißt, entweder sie hat einen triple-negativen Brustkrebs, wird neoadjuvant behandelt und nach der Neoadjuvant-Behandlung hat sie in der Brust und/oder in den Lymphknoten residuelle Tumorzellen. Dann kann sie getestet werden, es muss bezahlt werden von der Kasse und dann muss nach dieser Mutation gesucht werden. Erstens. Zweitens, Patienten, die ein hormonrezeptor-positives Karzinom haben, die entweder mehr als vier befallene Lymphknoten haben oder nach einer neoadjuvanten Therapie zwar der Tumor geschrumpft ist, aber nicht ganz weg ist und vielleicht auch noch eine gewisse Anzahl von Lymphknoten befallen sind, dann ist diese Patientin auch eine Kandidatin für eine Testung. Und wenn sie dann zu den 5, 6, 7% gehört, die BRCA mutiert sind, dann können wir das Medikament jetzt erst einmal über Einzelantrag beantragen oder dann hoffentlich im Laufe des Jahres 2022 dann auch praktisch sozusagen per Rezept verschreiben. Wenn man nicht testet, weiß man es nicht. Und da kann ich nur sagen,
Das war auch immer mein Motto jetzt von San Antonio in all diesen ganzen Zusammenfassungen, die ich jetzt die letzten 24 Stunden geführt habe. Am Ende sage ich immer, testen, 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 testen. Und bei der Abmetastasierung, was sollte da wann getestet werden? Spätestens ab der Metastasierung, spätestens gehört jede Patientin mit einem HER2-negativen Karzinom, hormonrezeptor-positiv oder triple-negativ, auf eine BRCA-Mutation getestet. Mittlerweile gibt es sogar ein paar gute Daten, dass auch andere Mutationen, PALB2, einen Effekt haben oder einen Effekt zeigen auf eine sogenannte PARP-Inhibitor-Therapie. Und um das mal richtig, richtig euphorisch für die Zukunft hinauszuschauen, wir haben jetzt auch gesehen Daten, dass die sogenannte homologe rekombinante Defizienz, die wir routinemäßig testen bei Eierstockkrebspatientinnen, dass die auch eine Rolle spielt. Warum soll das denn anders sein bei triple-negativen Brustkrebs? Das heißt, diese Testung wird sicherlich in Zukunft, jetzt noch nicht in der Routine, auch auf uns zukommen. Jetzt in der Routine jede HER2-negative Patientin auf BRCA-Mutation testen. Vielleicht noch Stichwort TROP 2. Teste ich das auch oder muss ich das nicht testen? Also, sowohl das Sacituzumab govitecan, wie auch, jetzt muss ich vorsichtig sein, man merkt, der Kopf raucht mir nach so vielen Tagen San Antonio. Okay, also, Sacituzumab govitecan geht gegen ein Molekül, einen Rezeptor, das ist der TROP2, weil ich jetzt gerade verwirrt, weil es gibt ein paar andere Substanzen, die auch das gleiche Therapieprinzip haben, die sind aber in einer sehr frühen Entwicklungsphase. So wurde das entwickelt. Allerdings, die Daten, die auf dem letzten San Antonio gezeigt wurden, haben gezeigt, die Wirksamkeit von Sacituzumab govitecan letztendlich ist nicht abhängig von der Höhe der Expression dieses Moleküls. Auf gut Deutsch, nein, man muss TROP2 nicht messen und nicht testen. Wenn die Patientin die klinischen Zulassungskriterien erfüllt, dann kann das Medikament abgegeben oder verschrieben werden. Ich frage nur deshalb, weil es inzwischen auch Labore gibt in Deutschland, die das als Test anbieten. Wie gesagt, Deshalb wollte ich es nochmal festhalten, man muss es nicht extra testen. genau, also wir haben gestern, oder wann war das, in einem kleinen Kollegenkreis haben wir auch so das Motto geprägt, und dazu komme ich aber dann wieder zu einem ethischen Prinzip der Therapie. Also wer viel misst, misst auch Mist oder so ähnlich. Also so, aber die ethische Komponente davon ist die: Ich sollte nur etwas testen, was für die Patientin eine Konsequenz hat. Punkt. Ja. Also auch für triple-negatives Mammakarzinom, für triple-negativen Brustkrebs ist schon so ein bisschen mehr als ein Streifen am Horizont inzwischen, oder? Dass also doch immer mehr Substanzen dazukommen oder Angriffspunkte, neue Marker, Also, womit es auch behandelt genau. werden kann. Also ich bin ja ein großer Fan von Zahlen, Renate, wie du weißt. Und ich argumentiere immer gerne von Zahlen. Und wenn wir von frisch diagnostizierten Frauen, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, mindestens 50, wenn nicht noch mehr, in eine komplette Remission bringen, ja sogar dann mit dem Pembrolizumab noch mehr. Und dann schaue ich nachher nach, auch die neoadjuvant behandelnden, adjuvant behandeln mit dem Pembrolizumab. Und die landen in einer Überlebenskurve bei 97% oder so ähnlich, dann muss ich sagen, ist ja verdammt viel erreicht worden. Natürlich, die großen Sorgenkinder bleiben die Patientinnen, bei denen noch residualer Tumor ist in der Brust. Übrigens, auch das ist wichtig, gut, dass du es nochmal gefragt hast. San Antonio 2021 haut nochmal die Rolle von Capecitabin, von Xeloda in der postneoadjuvanten Situation gefestigt. Das ist ein Standard, das muss gegeben werden. Ich habe leider immer mal wieder von Zweit- und Drittmeinungspatientinnen, sehe ich immer wieder welche, die wirklich mit dieser Medikation nicht behandelt worden sind, obwohl sie klare Kandidatinnen dafür gewesen wären. Also nochmal, Xeloda, Capecitabin bei Patientinnen, bei denen nach neoadjuvanter Therapie noch Tumor in der Brust oder in den Lymphknoten nachgewiesen werden kann. Also das ist ein wirklicher, echter Standard. Und dann natürlich kann man das nochmal toppen, aber in Zahlen ausgedrückt, ich sage jetzt mal,
Wenn wir diese katastrophalen Zahlen anschauen von noch 15, 20 Jahren oder auch in der metastasierten Situation, das mediane Gesamtüberleben, median heißt, man hat nachgeguckt, wie lange, ab wann oder zu welchem Zeitpunkt war die Hälfte der Patientin tot. Das ist ja eine schreckliche Zahl. Und dann waren es 15 Monate früher, ja. Und jetzt kommen wir in die Verdopplung dieser Zahl. Und das können wir nochmal toppen. Und wir haben auch nach hinten nochmal viel Luftreserve für neue Therapien. Also es hat sich doch viel getan. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wir wissen ja meistens, in der metastasierten Situation fangen Medikamente an, von der Testung her, und gehen dann zum frühen Brustkrebs über. Gibt es denn für das Sacituzumab govitecan auch, sagen wir mal, in der Postneoadjuvanz, also nach neoadjuvanter Therapie und OP, wenn Tumorrest übrig ist, zum Beispiel auch eine Studie, oder gibt Ja, es da also Daten? wunderbar, wunderbar. Für alle Patientinnen, die jetzt entweder neu diagnostiziert werden mit triple-negativem Mammakarzinom oder die schon unter einer Neoadjuvanttherapie sind, bitte dran denken, Sie können das googeln, Saskia-Studie, Saskia, Saskia. Und wenn Sie das googeln, werden Sie sehen, wo sind die Studienzentren. Es gibt sicherlich in Deutschland flächendeckend irgendwo ein Studienzentrum, auch wenn Sie jetzt in einer Praxis, in einem Brustzentrum behandelt werden. Okay, aber dann bitte nachschauen, wo ist das nächste Studienzentrum und Ihren Therapeuten, Arzt, Gynäkologen, Onkologen fragen, bitte, wenn ich keine komplette Remission habe in der Brust oder in den Lymphknoten, bitte schicken Sie mich in dieses Zentrum, weil die Patientinnen sind Kandidatin für diese Studie und haben die Möglichkeit, mit dem Sacituzumab-Govitecan sehr, sehr früh behandelt zu werden, nämlich unmittelbar nach der Operation im Rahmen der Saskia-Studie. Also da kann ich nur dazu aufrufen, sich daran zu beteiligen. Und übrigens nicht nur triple-negative Mammakarzinom-Patientinnen, sondern auch die Hormonrezeptor-positiven HER2/9-Negativen. Also summa summarum, 80% aller Brustkrebspatientinnen können an dieser Studie teilnehmen, wenn sie die entsprechenden Kriterien erfüllen. Jetzt fängt es dann aber langsam an, sehr kompliziert zu werden, oder? Für die Postneoadjuvanz. Ja, aber kompliziert bedeutet, dass wir eine gute Auswahl haben von effektiven Medikamenten. Übrigens, wenn du schon darauf ansprichst, wir haben in der Saskia-Studie auch so ein Amendment gemacht und haben gesagt, wir müssen den Patienten in der Saskia-Studie die Möglichkeit geben, mit dem besten Optimalen jetzt behandelt zu werden. Heißt, die Patientinnen können auch Xeloda bekommen, also Capecitabin postneoadjuvant, und können dann trotzdem in die Studie reinkommen. Und bekommen dann das Sacituzumab zusätzlich. On top, genau, sozusagen, ja. Okay, wunderbar. Ich glaube, das war jetzt auch nochmal eine wichtige Information. Fehlt noch was? Ich glaube, wir haben alles, oder? Ja, man könnte jetzt noch ziemlich lange über San Antonio ist ja ein wissenschaftliches Symposium. Von Research to Practice, from Bench to Back, von Bench to Bedside, also vom Labor ans Bett des Patienten. Da waren unglaublich viele fantastische neue Dinge. Also diese ganzen Technologien mit Machine Learning, künstlicher Intelligenz, Interpretation von Röntgenbildern, Mammographie, CT. Also ich muss sagen, wie du weißt, habe ich ja vor kurzem einen etwas ründeren Geburtstag gehabt und die Zeit, die schreitet so fantastisch schnell voran. Und ja, es wird letztendlich auch den Patientinnen zugutekommen. Und in der Corona-Zeit haben wir gelernt, dass Machine Learning und Homeoffice vielleicht uns auch noch mal einen Schritt weiter nach vorne bringen, wobei auch dieses virtuelle San Antonio hat uns das Äußerste gefordert, denn es fehlt wirklich der menschliche Kontakt. Es ist schrecklich, Renate, aber okay, wir werden jetzt die vierte Welle hoffentlich meistern und was auch immer, die fünfte Welle will ich gar nicht erleben, denn irgendwann mal reicht es auch und dann muss man auch wieder Menschen zusammenbringen. Also sagen wir mal so, du würdest sie erleben wollen, wenn sie denn kommt. Wir hoffen, dass sie nicht kommt. Also gut, dann habe ich es falsch gesagt. Ich will sie nicht erleben, heißt, ich will, dass sie nicht kommt. Das war Genau. ein Versprecher. Kein Problem. Michael. Ich bin geboostet, aber gut, mit der Omikron bin ich nicht sicher, was jetzt abgeht zurzeit. Aber gut, Aber seien wir gespannt. nichtsdestotrotz, impfen ist wichtig. Genau, vielleicht eins, liebe Patientinnen, lassen Sie sich impfen und Ihre Angehörigen. Genau.
Vielen herzlichen Dank, Michael. Ja, danke auch.